Ich freue mich sehr, dass wir einen Schlusspunkt setzen zu unseren Überlegungen, die Breitbandversorgung in der Stadt Wallüttingen auszubauen. Nachdem die Deutsche Telekom dann den Zuschlag erhalten hat, wurde Ende 2015 bei der Regierung von Oberbayern der Antrag auf die Staatsförderung gestellt, eine sehr hohe Förderung, und da bedanken wir uns auch sehr herzlich dafür. 80% der Kosten wurden gedeckt durch den Freistaat Bayern. Dann haben wir miteinander die Kooperationsvereinbarung unterschrieben mit der Telekom. Am 16. Juni war dann die feierliche Übergabe des Förderbescheids durch den bayerischen Finanzminister in Altötting in der Herrenmühle. Dann konnte es auch schon losgehen. Wir haben uns ja auch vorgenommen, nachdem die Grundversorgung Breitband in der Kreisstadt Altötting eigentlich schon keine schlechte war in verschiedensten Bereichen, dass wir heute die Möglichkeiten des Programms nutzen und jene Bereiche noch versorgen, die heute noch schlechter angeschlossen waren oder noch schlechter versorgt waren mit Breitband. Das waren die Bereiche Ober- und Unterholzhausen. Ich war gestern dort auf einer Bürgerversammlung und habe festgestellt, dass das schon sehr gut läuft. Bevor man auf diesen Wasser drücken, ist das schon sehr gut gegangen, wo früher überhaupt keine Versorgung war oder keine ausreichende Versorgung war. Dann in Gramming, im südlichen Teil der Stadt, in der Osterwies, die Siedlung Osterwies, im Bereich der Wiesmühle und im Gewerbegebiet am Hirschwinkel. Dort wurde schon lange gewartet drauf von einigen Firmen, eine höhere Leistung zu bekommen. Und heute können wir jetzt den symbolischen Startschuss machen für die Bereitstellung einer wirklich hohen Versorgung mit Breitbandkapazitäten. Breitband ist eine Infrastruktur, die halt so wichtig ist, bald wie Wasser und Kanal. Auch eine kommunale Verantwortung sehen wir da natürlich, darum haben wir auch selber nicht unerhebliche Mittel für diese 20% Finanzierung zur Verfügung gestellt. Jetzt bin ich gespannt auf Reaktionen, was die Leute sagen. Also man hört es ja schon, dass sie sagen, hey, gut, erhebliche Qualitätssteigerung. Also wir hoffen auf regen Zuspruch, auf rege Buchungsanfragen. Die Leute haben letztendlich nach Bandbreite gerufen. Jetzt haben wir es realisiert, jetzt gibt es letztendlich noch auch dann die entsprechenden Produkte zu kaufen. Sie legen mir in Ihrer Pressemitteilung in den Mund, dass Altötting zu einer der schnellsten Internetstädte in Deutschland gehört. Ist das übertrieben oder stimmt das wirklich? Ja, bis zu einem gewissen Maße. Wir haben einen Großteil haben wir ja hier in Altötting mit FTTC ausgebaut. Was heißt FTTC? Wir haben letztendlich die Glasfaser zu einzelnen KVZ, diesen grauen Kästen, gebracht. Aber ich habe mich vorher nochmal erkundigt, auch ein kleiner Anteil der Bürger sind mit FTTH ausgebaut worden, also mit Glasfaser bis ins Haus. Das heißt, es ist letztendlich die schnellste momentan verfügbare Technologie, um hier Daten zu übertragen. Okay, dann machen wir es. Gerne. Und los. Die Telekom hat bei allen 2065 Gemeinden in Bayern ein Angebot abgegeben. Wir haben eine sehr hohe Quote an Zuschlag und unter anderem auch in Altötting. Altötting, denke ich mal, haben wir auch zeitgemäß, also innerhalb der Vertragslaufzeit, die wir der Kommune zugesagt haben, realisiert. Der Bürgermeister hat es eingangs erwähnt, die eine oder andere Verzögerung bzw. Kalamität haben wir leider in Kauf nehmen müssen, aber da wollen wir uns auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass hier die Bevölkerung entsprechend uns positiv aufgenommen hat.